warst du also! Tifa ist... also... alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zartbeseitete Seele wie mich? Nein. Mensch, Bruder. Oh. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Hör auf meinen Rat und geh. Übrigens, Aris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hä?
Hey, Kleine, das ist ja ein heißes Auto. Oh, das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Oh, das ist ja ein hübsches Mädchen. Wie bitte? Was hast du gesagt? Christian Berger. Hey, Süße! Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Ich hab schon nicht. Die Kleine sieht richtig zum Anbeißen aus. Die Kleine wird das gleich so erstellen. Des Nachts erblühen die kostbarsten Blumen. So schön. Ich glaube, ich hab mich verlaufen. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen. Um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und, Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Natürlich war Aufregung bloß nicht einfach. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dorthin. Schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Bitte, der Herr, hier geht es entlang. Cloud, schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wie möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt? Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Sweet here at the honeybee, and every moment is a treat.
Willkommen im Honigtöpfchen Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen.
wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Claude? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und grazil. Du bist ja total aus dem Häuschen. Komm schon, nur ein Drink. Dich das bei der Dann Show? Quatschen wir noch ein bisschen. War das improvisiert? Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Ich wünschte, Anja würde einmal mit mir so leidenschaftlich tanzen. Der Besuch hat sich echt gelohnt. Schön, Adrott. Klasse. Die Show war wirklich abgebrochen. Hör bitte auf. Kein Wort. Nur eins? Nein! Aber du bist so süß! Flug mal in die Luminose, Sternsee. Nicht so stark, sich gehen! Aber es ist schon so spät. Hallo, junges Frau! Weißt du, hinter der Landstrecke? Boah! Die Kleine ist total mein Bist doch. Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Wir haben euch bereits erwartet. Hey, nicht anfassen! Die Empfehlung von Anjan. Der hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas! Schnell raus hier! Verdammt! Claude! Fühlt ihr euch etwa nicht gut? Ich bin untröstlich. Wir gehen euch jetzt mal zum Ruheraum. Da könnt ihr hübschen euch etwas erholen. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Wo bringt ihr uns hin? Vorsicht, passt auf, dass ihr nicht hinkommt. Etwas sagt doch bitte. Hä? Bin ich doch mal. Wir zwei sind Cornelius-Gäste. Wenn denen was zustößt, macht der Hackfleisch so. Das weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Hey, geht es dir gut? Tifa! Ja? Alles okay?
Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Hm. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Aha. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Was passiert jetzt? Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Schlafen, das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren?